Grüße da. Familie Böhmi, Sie dürfen natürlich die Grüße der Gemeinde Thürnau überbringen in Vertretung unseres ersten Bürgermeisters, Dini Moser, der sich heute in den Urlaub verabschiedet hat. Aber ich darf der Reitergruppe Satzbach sehr herzlich gratulieren zum 40-jährigen Bestehen, aber natürlich auch und in erster Linie der Familie Böhmi für das Werk, sage ich einfach einmal, was man da geschaffen hat. Ich meine, mit Satzbach verbindet man den Namen Böhmisch und mit Böhmisch verbindet man den Namen Reitsport. Und dieser Name ist weit über die Grenzen der Gemeinde, des Landkreises hinausgetragen worden. Viele sportliche Erfolge, viele Menschen, die hier eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung finden, die mit Tieren arbeiten. Und ich sage sag einen herzlichen Dank für diese unternehmerische Leistung, die ihr da auch vollbracht habt, für viele sportliche Erfolge, die man immer wieder in der Zeitung lesen kann. Und wie gesagt, Satzbach, mit Satzbach wird halt auch der Name der Gemeinde Thürnau mit in Verbindung gebracht. Und da sind wir stolz drauf, über die Vielfalt, die wir haben in der Gemeinde. Und mich freut halt auch ganz besonders, dass ich eine ehemalige Lehrerin von mir getroffen habe. Die Frau Weileder hat mir Rechnungswesen vor einigen Jahrzehnten beigebracht und ich habe jetzt gesagt, ich habe sie in sehr guter Erinnerung. Ich habe mich gefreut, dass ich es heute wieder gesehen habe. Sie war eine tolle Lehrerin und bei ihr haben wir was gelernt. Also auch dies sagt was aus. Da ist eine Qualität da in Satzbach. Nicht nur mit der Familie Böhmisch, sondern mit der ganzen Mannschaft, die mit dazu hilft. Und wenn man dann sieht, dass sich auch Nachwuchs in wenigen Wochen einstellt, dann sieht man, dass auch die Zukunft in Satzbach gesichert ist, dass die Zukunft dieses Reiterhofes gesichert ist. Ich wünsche euch alles Gute für die Zukunft, für die nächsten 40 Jahre, alles Gute, vielleicht werden wir in 40 Jahren auch noch mit dabei sein, wenn wir wieder feiern, Ludwig, und dann sehen wir nochmal mit dir miteinander. Herzlichen Glückwunsch, alles Gute, Glück auf, und wenn wir von der Gemeinde in irgendeiner Weise unterstützend tätig sein können, dann werden wir das auch sicherlich tun. Auch bei den Schadensereignissen oder größeren Schadensereignissen, denke ich, haben wir auch gut zusammengearbeitet, hat auch die Region zusammengeholfen. Wollen wir hoffen, dass sowas nicht mehr passiert. Aber ich wünsche euch alles Gute und der Familie Böhmisch natürlich in erster Linie, dass diese Anlage weiterhin so gut in Schuss hält und die Leute auch den Leuten was bietet, der Kundschaft was bietet und den Pferden eine gute Heimat gibt. Herzlichen Dank auf dem Motto, das Glück der Erde liegt auf dem Rücken der Pferde, oder? Ist das der Leitspruch? Alles Gute, herzlichen Glückwunsch. Und jetzt sind Dr. Wittgall noch ein bisschen Lepsi, und zwar zur Chronik vom RG Satzbach, weil der was ein bisschen bescheiden. Also, die ganze Geschichte in Satzbach ist eine längere Geschichte. Und man müsste sie also ein
unterteilt in verschiedene Phasen. Ja? Und das fängt also an mit der grauen Vorzeit. So fangen wir an. Die graue Vorzeit war ab 1950. 1950 ist der erste Schlepphammerhof gekommen. Wir haben dann noch zwei Pferde im Stall gehabt. Und zwar, die haben die tollen Namen gehabt wie Janski und Gidran. Ich habe sie dann arisiert, das heißt, ich habe sie auf deutschen Namen gegeben. Und die haben dann Fritz Kassen und Prinz. Also das war schon mal, da war schon mal eine Sache. Ja. Dann wollte ich dazu sagen, mein Anfang hat die ganze Garde eigentlich mit meinem Bruder und ich, wir haben ein bisschen auf die Rosen umeinander gerutscht oder wie auch immer, so Art geritten. Und dann, nachdem mein Bruder in der Oberschule war, im Wasser, sind die Freunde von ihm, haben sie langsam am Sonntagnachmittag, haben sie bei uns eingefunden, zu sogenannten Unternehmungen. Das war das Abschießen von allerlei Kanonen und Gewehren, dann das Reiten. Das Reiten haben wir natürlich ein bisschen andere Disziplinen gehabt wie heute, würde ich dazu sagen. Also zum Beispiel, ich kann ja nicht alle erzählen, aber ein Beispiel, das Baden. Das Baden war so, man ist zum Weiher rausgeritten, ich war damals sehr verwahrlost, das heißt, er hat einen Gürtel gehabt, einen Brennnesselgürtel. Du hast also mit der Badhose durch die Brennnessel durchreiten müssen und hast das Pferd zu Wasser gelassen oder so ähnlich. Dann hast du in der Spur halten müssen, sonst hat es ja Umdraht. Und natürlich, dann ist der zweite Gürtel vom Brennnesselgürtel. Also, das war, naja, es hat so verschiedene Zusammenhänge, zum Beispiel Aufsteigen. Das Aufsteigen hat sich auch verändert. Wir haben mit Bocksprung aufgesprungen hinten. Auch keine Leistung, kann ja jeder. Aber der hat ausgehaut. Das waren die Delikatessen. Ja, und aus, dann natürlich muss ich dazu sagen, sind wir natürlich im Feld und Wald umeinander geritten, habe dann sehr schnell den Dr. Vogt erlebt zu Pferde mit Adjutant, den Willi Winkelhofer. Der war dann irgendwas wie Reichsmeister der SA in der Stuckendorf, also ganz wilde Sachen waren es. Und dann den Günther von Zamori, die hat auch ein Pferd gehabt, der ist auch da irgendwann erschienen. Und so hat sich also über die Zeit, haben sie Freundschaften entwickelt. Übrigens, von den Studien, beziehungsweise die Schulfreunde, sind viele wieder ausgeblieben dann. Ja? Also, die von uns angekommen waren. Aber es hat sich, und ich erzähle die Geschichte eigentlich nur deshalb, weil aus dieser frühen Freundschaft und eigentlich Blödsinnmacher hat sich eine ganz große Freundschaft entwickelt. Das waren meine ersten Gäste dann eigentlich als Pensionsleute. Ja, die nächste Phase, das ist die sogenannte, die Ilse hat sogar behauptet, ich weiß nicht, wo es her aus wilde Reiter gegeben hat. Das hat für uns überhaupt gepasst, oder? Das ist ja unmöglich. Ja, 1964 hat sich wieder was geändert, gewaltig. Da haben wir den neuen Stallbau drum, den sogenannten Kurstall. Und mein Vater ist gestorben. Das war natürlich etwas Schreckliches für mich mit 23 Jahren. Und dann habe ich aber plötzlich Ställe gehabt, die alten Ställe. Die Gewölbeställe, wo die Tiere drin waren und das Zeuges. Und die haben plötzlich frei geworden. Und dann hat natürlich sofort die ersten eingestellten Pferde gekommen. Eben, das waren die frühzeitigen, die von der Frühzeit, von der Grauen. Und ja, die ersten Gäste waren die Vogtmädel, die Gavi und die Heidi. Dann waren meine ersten Gäste am Hof. Und dann ist es natürlich schnell weitergegangen. Naja, Viertelbeck und so weiter. Ich mag sie gar nicht namentlich aufzählen, weil da vergisst man immer die Hälfte und das ist peinlich. Was habe ich da jetzt aufgeschrieben? Wer es nicht im Werk gekommen, das aufschreiben. Dann haben wir mir sehr früh einen Sandplatz gebaut. In dieser Zeit. Und zwar hat der Schwarzfritz und der Viertelbeck haben eine Baufirma gehabt. Die haben natürlich umsonst die Maschine geliefert. Ich glaube, ich habe bloß einen Sand zahlen müssen. Das ist der alte Sandplatz immer noch. Und dann hat schon eine gewisse Disziplin hat sie eingeschlichen, ja, die uns gar nicht so gegen ist. Ja. Dann kommt noch was, dann ist der Reitlehrer Borg. Reitlehrer Borg war die Nummer für sich. Der war internationaler Springreiter, das hat er bewiesen, weil es nach seinem Tod ist in der Zeitung stand, in Bayern Pferd und Sport. Er war ein, ja, aber er war natürlich schon, ist ein körperlichen Endstadium angelangt. Also, ein, ja, sowas ähnliches. Ja, lebermäßig schlecht beieinander. Und der hat, aber der hat schon einen geregelten Reitunterricht gehabt mit seinen zwei Ross. Und waren alle möglichen Passer aus gekommen, haben sie Reitunterricht geben lassen. Schlecht war er ja nicht gewesen, aber er war halt nicht mehr so richtig voll da. Und der ist dann nochmal weggekommen von uns, auf Schwetzingen, glaube ich, und da ist er ein paar Wochen später gestorben. Also hat das nicht vertragen, den Wechsel eigentlich. Ja. Ja, und in der Zeit eigentlich ist dann schon, haben wir den Walliner Max kennengelernt, dann
hat mich einmal sogar so ein Fuchsack eingeladen. Damals bin ich mal mitgeritten im Passau. Da hat es einen Sinn, das ist ein ganz was Tolles. Da war ich unendlich stolz. Also der größte Karrieresprung für mich war, ich bin bei der Passau Fuchsack mitgeritten. Dann habe ich ihn zuerst gefragt, was ich da dran muss. Na ja, 8 Zentimeter müssen wir springen. Dann haben wir eine Stange entlogen, da bin ich so lange hingeritten, bis der drüber gesprungen ist. Und irgendwann hat er auch kapituliert gehabt. Auf alle Fälle bin ich dann im Passau geritten. Das war beim Nitter Erich ein echter Schweinestall da. Und dann der 4-5 Passau drin gestanden, immer rausgekommen. Ich habe da gar nicht gewusst, wie das alles so geht. Da war ganz neues. Ich habe eine Lücke gesehen und bin dann tatsächlich durchgekommen und bin raus. Und auf die Nacht hat der Max gesagt, ja, und wenn der Böhmisch Wickel nicht gewesen war, da stand sie ja heute noch in den Saustall drin. Das war natürlich absolut das Sechste. Ja, dann natürlich, da habe ich die Reithalle gebaut, 71. Das war dann schon ein großer Fortschritt für uns alle. Oder, ja, es hat sich etwas geändert, sagen wir so. Und das Training ist dann geregelter worden. Die Ilse kann sich noch sehr erinnern dran. Der Max hat Springstunden gehalten mit 7-8 Mann in der kleinen Halle drin, das gerade geraucht hat. Aber das ist alles gegangen. Das ist alles funktioniert. Ja. Und in der Zeit ist aus Reiterstöberl vom Breit Toni installiert worden. Das heißt, dass er hat das ein bisschen in die Hand um die ganze Geschichte. Ja. Und dann natürlich ist die Ding gekommen, haben wir da verplant, aber ich weiß eh ungefähr, kann man es ja nur was mehr kreis, junger Mensch, oder? Also 1972 haben wir den Verein gegründet. Und das war so eine Sache, wir waren da im Reiterstübel drumen und da waren so 7-8 Leute drum. Ja, also eigentlich hat es uns gar nicht gefreut mit dem Reitverein. Also waren wir gar nicht so richtig, haben wir gesagt, wir fangen wieder so Sachen an wie, da darf man nicht mehr so da stehen oder was weiß ich was. Aber dann haben wir doch eingesehen, weil uns die Ilse aufgeklärt hat, wenn sie Fuchsack abholzt, dann braucht sie schon die Deckung vom Verband und so viele Sachen. Und die Kinder können nicht aufs Turnier gehen, waren immer schon welche da, die schon so weit waren. Und da haben wir dann tatsächlich einen Reitverein gegründet. Und da bin ich, ja, ich weiß auch nicht, irgendwie haben sie mitgewählt als ersten Vorsitzenden, da haben wir aber keine Ahnung, kann man dazu sagen. Ja? Weder von der Vereinsführung noch überhaupt über den technischen Ablauf eines Reitvereins. Aber ich sag, die Ilse hat da schwer eingegriffen und dann ist doch nur was geworden, wie man das so hört. Und diese Geschichte, das würde ich als die Neuzeit eingruppieren. Das war damals diese Geschichte mit dem, ja, und da war also, ich war Vorsitzender, die Ilse war Schriftwart oder Kassier. Ja, die Anni war Schriftwart, glaube ich. Wer der zweite war, das weiß ich nicht mehr. Und der Walli, der Max war Sportwart. Oder Sportwart hat das geheißen, okay? Genau. Ja. Also ich würde mich da gar nicht einlassen drauf, dass ich die Namen da runter nenne. Aber wir haben uns dann sehr stark auf die Vielseitigkeit von Max ja eigentlich. Der Max hat das gegründet. Der Michael ist auch noch festbegründet damals, kannst du erinnern, oder? Und da war dann der Schwerpunkt Vielseitigkeit. Und naja, irgendwann haben wir dann sogar die Bayerische Meisterschaft durchgezogen. Das war natürlich schon ein happiges Teil, oder? Charlie, kannst du erinnern dran? Das war natürlich schon. Ja, und dann haben wir immer Hindernisse aufgebaut, oder? Oder hat es mal gezeigt, wo man nichts aufbaut? Immer. Vorher, nachher, umbauen, immer Hindernisse. Ja. Und jetzt meine ich natürlich, dann muss ich doch noch was sagen, was eigentlich ganz flott ist. Dann kommt man in die Moderne, sage ich mal. Oder wenn wir die ganze Zeit das Mittelalter haben, schon hinter uns, die Reiter GmbH, dann kommen wir in die Moderne. Und da hat uns dann der Lawyer Charlie gesagt, wir können uns doch eine Reithalle bauen, gibt es Zuschüsse und so weiter. Ja, ich war mir nicht so sicher, ob das was wird. Aber wir haben natürlich schon, waren wir schon dafür, der Schosel und ich, oder? Aber ausgeknobelt und die Wurst, wo und wer, das sagt der Charlie, gell? Das ist schon klar. Also darum steht es ja heute noch da. Und da gleich stehen, gut gebaut worden. Ja, und jetzt, also noch einmal von den Vorständen, von mir haben wir es ja schon gehört, ich war dann irgendwann 30 Jahre insgesamt Vorstand, dann ist der Peter, Rachpeter gekommen, glaube ich, oder? Und dann der Eckertschussel. Umgekehrt. Was unterm Strich nichts ausmacht. Also im Nachhinein. Ja, und damit wäre ich eigentlich schon ziemlich am Schluss angekommen. Und ich hoffe, ja, haben wir gerade geredet von dir. Schlimmes, ne? Schlimmes. Und ich hoffe, dass wir in 10 Jahren den 50. feiern können.
Und ich möchte vor allen Dingen alle nur da sehen. Ja? Also, herzlichen Dank. Wir kommen wieder.